Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom hier auf Crimson Butterfly Gaming. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn jetzt wird es spannend. Wir kehren zurück nach Katzbuckel. Das wird das erste Treffen von König Evan und König Ratholion nach dem Putsch. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt mit der Geschichte weitergeht. Werde ich jetzt auf jeden Fall hingehen. Bin schon gespannt. Ich werde hier übers Hügelland. Ja, wenn das schon eine offizielle Einladung ist, dann werde ich mich nicht da reinporten. Da werde ich schön durch die Tore kommen, ja? Wenn schon, denn schon. Ich bin unfassbar gespannt gerade. Auf nach Katzbuckel. Ah, da sind wir. So. Ich würde sagen, wir gehen auf direktem Weg zum Schloss. Das sind ja auch zwei Knuffis. Weißt du was, wie hier überall Knuffis sich noch verstecken. Wir wissen ja eindeutig, dass es auf jeden Fall eine Falle ist, die uns gestellt wird hier. Aber ich bin dennoch sehr gespannt, wie die ganze Sache ausgehen wird jetzt. Oh. Oi. Was habt ihr hier zu suchen? Was zum... Evan? Seid ihr das? Ich bitte vielmals um Vergebung. Seine Majestät Ratholion hat Anweisungen gegeben, den jungen Herrn bei seiner Ankunft umgehend ins Schloss zu geleiten. Seine Majestät befindet sich im Thronsaal. Ich kenne den Weg. Du musst uns nicht begleiten. Hoi. Sehr wohl, junger Herr. Ja. Also ein Knuffi. Was ist ja noch mehr? Warum die sich hier noch tümmeln, obwohl es hier nicht mehr allzu freundlich ist. Jedenfalls für einen Teil der Bevölkerung. Ja. Oh! Hätte ich fast übersehen, das nehme ich mir doch natürlich noch mit. Da oben glitzert noch was. Die können wir auch noch lang, hier glitzert auch was. Oh, und jetzt bin ich hier. Ah, bin im Kreis gegangen. Na gut. Auf geht's zum Schloss. Oh. Es kommt mir vor, als wäre ich schon eine Ewigkeit nicht mehr hier gewesen. Yusha. Ist auch so. Aber werd mir jetzt nicht sentimental, Evan. Du musst bei Ratholion Kante zeigen. Das Abkommen schließt sich ja nicht von selbst. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal als Herrscher... Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, die ganzen Statuen austauschen zu lassen. Also ich glaube nicht, dass das vorher auch schon Mäuse waren. Genauso wie die draußen. Aber die Fische sind alle noch da. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ah... So, Ratholion. Jetzt wird Klartext gesprochen. Ich speichere hier einmal. Auf dem zweiten. So. Da ist er ja. Ja. Lange nicht gesehen, Evan. Und du, Roland. Da habt ihr ja ganz schön was ausgeheckt. Dabei hättet ihr doch einfach nur um eine Audienz bitten müssen. Ich nehme an, ihr habt das königliche Siegel bei euch? Hm. Nicht so hastig. Du bekommst dein Siegel schon noch.
Nee. Ratholion, hör mir zu. Ich muss mit dir sprechen, von König zu König. Von König zu König? Du bist ja wirklich ein Stehaufmännchen. Ein Land verloren und schon ein neues aufgebaut. Ein Land, in dem jeder glücklich werden kann. So wie ich es Mina versprochen habe. Und jetzt läufst du mit Aldavans Abkommen herum und biederst dich bei den anderen Le Was? Und biederst dich bei den anderen Ländern an? Biederst? Davon habe ich noch nie gehört. Nun gut, mit deinem winzigen Fleck von einem Königreich bleibt dir ja auch nichts anderes übrig. Du irrst. Aldavans Abkommen ist... Majestät, schenkt diesem Gesindel nicht länger Gehör. Dieses anmaßende Gerede von Bündnissen, gib es zu. Wie schon Leopold willst du seine Majestät doch nur benutzen, um die Maus zu unterdrücken. Ui. Deine wahren Absichten wurden längst durchschaut. König Ratholion würde niemals auf so einen törichten Trick hereinfallen. Evan, eine Allianz zwischen uns beiden wird es nicht geben. Zwischen dem Maus und den Meats kann niemals Frieden herrschen. チュダイ、もう終わりにしよう。君がニャウ族とマウ族の長い因縁の中で、今回のクーデターを起こしたのは分かった。でもこれ以上、二つの種族の争いを続けたって意味がない。ニャウ族とマウ族の争いはここで終わりにしようよ。 お前みたいなお坊ちゃんに何がわかる。我々の長きにわたる一族の屈辱、忘れた日など一度もない。ようやくこの手でニャンダールの血を絶やすことができる。ずっとこの日を待ち望んできたのだ。 Ratholion von der rechten zu linken Ratze. Alter, dieser Minister bei Ratholion, das. Das ist doch auf jeden Fall Hamnar.二代にわたって私の悲願を邪魔するか。忌まわしきニャンダールの一族名。チューダイン、これ以上君と戦いたくない。チューダイン様、その者たちを殺さねば我々マウ族の真の自由は訪れません。そうだ、自由。 マウ族の真の自由を。中大、ダルシンの言うことに耳を貸すな。そいつは。ヤウ族は皆殺しだ。
Hideo Bergasing! Ich bin ein Schwert. この国は随分と手こずらせてくれたな。やりましたぞ、ハムナルナハルデルグナ様。ダリシン、すみませんね、中大員様。ラウゼオの言葉より私の嘘を信じてくれて 同族として本当に嬉しかったですよ。なんだと？ええ、あのお優しいラウゼオ様が中大員様を利用するわけがないじゃないですか。あなたに吹き込んだことは全ては私のでっち上げですよ。ダリシン、貴様よくも。 人とはそもそも裏切るものなのですよ。あなたがラウゼオ様を裏切ったようにね。さあハムナル様、これで約束通りこの国を私のものに。そうだな、約束通り褒美をくれてやろう。 ハムナル、ダリシンに何をした？人とは裏切るものなのだろう。全く苦労した。 国王はおろか、その腹心にすら我が術が効かない。ようやく聞いたのがこんな下っ端とはな。おかげで随分と時間を食ってしまった。だがこれで私の悲願は達成される。 Verdammt. Bergasin, Hakaisin, Mioshte-shimatta-ka. Chudain, boku mo kyoryoku-suru. Bergasin o shizume-you. Gesehen, Macht der Schöpfung. Die Musik ist schön. あの花厄介なもんをまき散らしとんな。花粉に当たらんように花本体を攻撃するんや。なんやこの草、追いかけてくれやんか。とにかく逃げ続けるんや。よっしゃ、ダメージいいとる。他の足も狙ったら Chance, na, dekirun chan ka. Habe ich schon genug Wächterknopf ist hier zusammen? Ja.
ist der Kampf. Oh, oh. Echt geil, ohne Spaß. Das ist ein cooler Kampf. Okay. Boah, ich muss mich mega konzentrieren. Wir haben es geschafft, oder? War's das? Richtig geil. Scheiße, Hamna. Fuck. Das ist das Ende von Katzbuckel. Es ist durch meine Hände. Mein Wächterband wurde mir auch geraubt. Ich hatte wohl nie das Zeug zum König. Evan, du hast das Recht, meinem Leben ein Ende zu bereiten. Ich habe schließlich deinen Vater auf dem Gewissen. Mhm. Ratholion, lassen wir es einfach gut sein. Es ist Zeit für einen Neubeginn in diesem Land. Solange alle gemeinsam darauf hinarbeiten, gibt es Hoffnung. Vater hat immer an dich geglaubt. これはこんなにもラウゼ様は私を、それなのに私はあの方をこの手で。 久しぶりだな。 国王陛下、私は 何も言うな、中大院。私はお前のことを恨んでなどいない。 二つの種族の溝は深かった。いつかはその隔たりをなくさねばならないだろう。それが一歩前進したのだ。私はどちらかが支配するという形ではなく、共に手を取り合う日が必ず来ると信じている。それを中大院、お前に託したい。 ラウゼ様、なぜですか？なぜあなたを手にかけた私を信頼されるのです？私は常にお前を信頼していたぞ。私以上に先を見抜く力を持ち、何事も正確に事を運ぶ。少し慎重すぎるところもあるが、それはこれから王として歩んでいくことで、 王らしき大胆な立ち振る舞いもできるようになるであろう。ラウゼ王様、私を王とお認めになるのですか？ゴロネールは私の愛する国だ。ラウゼ王様、御意。 では、中大院よ。私は先に行っているゆえ、再会の折には
良き国となったゴロネールの話を聞かせてくれ。ラウゼ王様。さらばだ、中大院。ゴロネールの本当の王となれ。そしてこの国を守るのだ。お任せください、ラウゼ王様。中大院、僕は新しく生まれ変わるゴロネール王国とブラハバンの約定を結びたい。分かっております。それが我が主ラウゼ王様のご意志。ありがとう、中大院。力を合わせてこの二の国を救うんだ。大きくなられましたな、エヴァン様。私は種族の隔たりを越え、すべての人にとってこのゴロネールが誇れる国であるように最大限の力を尽くします。エスタバニアの王よ、あなたのお望み通りゴロネールは約定を取り交わします。ボア、ワオ、オッケー。Diese ganze Szenerie war alles sehr vollgepackt mit Emotionen. Angefangen von dem Verrat, wie Ratolia wieder zur Besinnung kam. Der Geist von König Leopold, der Kampf gegen wie hieß er nochmal? Belcrusin? Boah, das war... Okay, das ist eine sehr, sehr krasse Folge bis jetzt gewesen. Wahnsinn. Aber das große Problem ist... Hamna hat jetzt 4 Wächterbänder, oder? Waren das 4? Ja, doch, 4. 4 Wächterbänder. Die wird er jetzt benutzen, um seinen Wächter wiederzubeleben. Und quasi die Welt zu zerstören. Shit. Aber wir wissen ja, dass unser Wächter auch was drauf hat. Also in der anderen Form, jetzt nicht in der Form. Boah, Ich bin gespannt, wie das Ganze zu Ende geht. Aber es ist tatsächlich so, dass wir schon ziemlich nah am Ende sind, gefühlt. Da bin ich mir sehr sicher. Und jetzt schließen wir erstmal Aldavans Abkommen mit dem König von Katzbuckel, Ratholion. Ah, da fällt mir noch etwas ein. Das königliche Siegel. Du scheinst es im Moment dringender zu brauchen und solltest das bei dir tragen. Einverstanden. Hoffen wir, dass das Siegel bald zum wahren König von Kotzbuckel zurückkehrt. So, ich habe alle nötigen Vorbereitungen getroffen. Lass uns nun das Abkommen schließen. この二の国のため、手を取り。ブラハバンの約定を結ぶと誓おう。共に守ろう、二の国を。それからのゴロネールは驚くほど変わった。ゴロネールはニャウ族に対する圧政をやめ、ニャウ族に再び平和が訪れる。ニャウ族は差別意識を改め、マーウ族は憎しみの気持ちを忘れることにした。長い間続いた差別意識はそう簡単にはなくならない。しかし少しずつ溝は埋まっていくだろう。よくやったね、エヴァン。ついに君はブラハバンの約定をやり遂げた。
ありがとう。中大院と和解できて本当に嬉しいよ。でもベルガ神の神玉泉が奪われてしまった。ハムナルはゴーラを復活させてしまうだろう。エヴァンなら大丈夫だよ。この試練をきっと乗り越えられる。これから二の国は一つにまとまっていく。よかったよね。うん。でもまだ終わりじゃないよ。ここからが大変なんだ。Möchtest du das Spiel speichern? Ja, auf jeden Fall. Damit ist Kapitel 8 wohl abgeschlossen. Oh. Jutsu no Shingyokusen. Kono toki o donna ni machi nozonda koto ka. これで我が悲願を達成することができる。何か嫌な感じがする。おい、どないしたんや。第9章、王となる者。 Kapitel 9, was einen König ausmacht. Ach du Schande. Lora! Was passiert hier? Alles in Ordnung. Seht euch lieber mal den Himmel an. In diese Richtung ist Zoran mit seinen Leuten auf zur Patrouille aufgebrochen. Ja, das ist also. あれは守護神？なんて大きさなの。
Endlich. Endlich ist Pandemos zurückgekehrt. Endlich kann ich meinen Demeska wieder aufbauen. Und die Seelen der Bewohner dieser Welt werden mir dazu dienen. Vermehrt euch, meine Untertanen. Verleiht meinem Wächterband die nötige Stärke. Je mehr Seelen ich hab, umso mehr Untertanen kann ich mir erschaffen. Jo. Ach du Scheiße, das ist der Wächter von Hamnar. Ohne Spaß, das Ding ist riesig und sieht mehr als nur gefährlich aus. Holy fuck! Ach du Schande. Da sind wir wieder. Evan-sama. Wir haben euch etwas mitzuteilen. Naja, das meiste sollte ja eh schon bekannt sein. Die Rückkehr des Bösen. Okay, hier sind viele. Fangen wir mal hiermit an. Erstmal ein bisschen ablenken von dem Chaos gerade. Leute, ihr glaubt jetzt bestimmt, ich will euch verschaukeln, aber Evan hat soeben mit Ratholion aus Katz. Hat sich soeben mit Ratholion von Katzbuckel verbündet. Dem Mann, der ihn selbst aus der Heimat verjagt hat. Es ist wahr, ich schwör's. Ob die Weltdamen jemals erfahren wird, wie die beiden ihre Feindschaft überwunden haben? Unglaublich. Dann sind jetzt alle vier großen Länder verbündet. Man muss jetzt aber alle fünf großen Länder sagen. Vielleicht liege ich noch im Bett und träume. König Evan hat wirklich was Unglaubliches geschafft. Heißt das, dass es jetzt nie mehr Krieg gibt? Gemeinsam können wir viel mehr erreichen. Damit ist die Welt jetzt vereint. Ist dir überhaupt klar, was das bedeutet? Colorado hat jedenfalls von der Allianz nur profitiert. So, Scheifa geht seinen Weg. Weiter geht's mit Leute, die ihren Weg gehen. Heute spreche ich über Scheifa, Goldorados großen Kämpfer für die Gerechtigkeit. Berühmt ist er nicht nur für seine Kampfkunst, sondern auch für seine Ritterlichkeit. Weltweit strömen junge Leute in die Schwertkampfschulen, um ihm nachzueifern. Schäfer, war das nicht der, Ach, Schäfer! Ah, verdammt! Diese Scheißnamen von diesen Vouts! Leck mich am Arsch! War das nicht der, den hier die Schnurtina für den Rittergarten hat, wo sie mich für ihn gehalten hat? War das nicht der? Oh, das ist aber ein hübscher Kerl. Hey, reduziere ihn nicht auf sein Aussehen. Genau. Shay ist cool, weil er der Beste ist. Also darf ich ihn nicht hübsch finden? Du sollst ihn cool finden, weil er der Beste ist. Das Geheimnis ihres Erfolgs. So. Das Erfolgsgeheimnis von Yoksha, der Glücksgöttin. Heute war ich im Casino Sechs Augen, um ein exklusives Interview zu ergattern. Leider bin ich dann in einer Traube ihrer Anhänger stecken geblieben. Ich musste regelrecht betteln, um wenigstens ein Foto schießen zu dürfen. Angeblich ist sie die reichste Frau des Landes. Von der würde ich mich jederzeit abzocken lassen. Stell dich hinten an. Die Schlange beginnt hier in Katzbuckel. Ich frage mich, ob sie Verbindungen zur Unterwelt hat. Die ganzen Anfänger sind jedenfalls verdächtig. Glücksspiel ist aber kein echter Beruf, finde ich. In Colorado ist es sehr angesehen. Und das letzte. Ratilda geht ihren Weg.
Jo, in Leute, die ihren Weg gehen, stelle ich euch heute Ratilda vor, die in Katzbuckel ein Landgut verwaltet. Wenn man ihr Angesicht zu Angesicht gegenübersteht, spürt man sofort ihr Charisma und die Erfahrung, mit der sie den Laden schmeißt. Ihr Traum, einmal den größten Hof der Welt zu leiten. Gutes Führungspersonal ist rar. Sie hat etwas Staatsmännisches an sich. Gut, das war dort soweit alles. Höre dir Zorans Bericht an. Erstmal. Oh, scheiße, okay. Ich muss das also. Moment, erstmal gucken. Ich habe aber nicht zufällig eine Waffe vom Wächterkampf bekommen, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Mist. Warte, habe ich noch alternative Outfits jetzt? Außer die beiden. Nee, ich habe nur die beiden. Hast du noch was Alternatives? Nein. Wo bekomme ich denn noch so alternative Outfits her? Tagebuch. Die Rückkehr des Bösen. So ein Dreck, Alter. What the fuck, ey? Okay. Panemus wurde also wiederbelebt. Hi. So ist das. Wir begegneten ihm im Luftraum über dem Nachtmeer. Ich habe es auf meinem Memory gespeichert. Das muss man sehen, um es zu glauben. Der Dämonengott Panemus und ein Stück Land, das ich für den untergegangenen Kontinent Palterra halte, erschienen plötzlich wie aus dem Nichts, oder genauer gesagt aus dem Leere. Das ist Pandemos? Ist ja gewaltig. Oh. Ist das Fulong? Ja. Nicht nur der. Dranaga, Koloss und Belcrossin sind auch mit von der Party. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dabei handelt es sich nicht um die wahren Wächter. Vermutlich konnte Hamna mit Hilfe der Wächterbänder Imitationen von ihnen herbeirufen. Es sieht so aus, als ob diese vier falschen Wächter Pandemus in Schutz nehmen. Danach begann Pandemus Lichtkugeln zu absorbieren, die aus allen Richtungen angeflogen kamen. Lichtkugeln? Ja, ich erkläre später, was es damit auf sich hat. Und im nächsten Moment ließ er einen Schwall finsterer Dämonen auf die Welt los. Eine unglaubliche Zahl ergoss sich in alle möglichen Richtungen. Hier scheint man davon aber nicht betroffen gewesen zu sein. Ist ja unheimlich. Hi. Ich vermute, die Lichtkugeln, die Panemus absorbierte, sind Seelen, die er den Lebewesen auf der Welt genommen hat. Irgendwie vermag es Pandemus, die gestohlenen Seelen in Dämonen zu verwandeln. Mhm. Seelen? Erinnerst du dich, wie Hamna den Minister von Katzbuckel in einen lebenden Toten verwandelte? Genauso sieht es aus, wenn jemand seine Seele verliert. Ho. Heißt das, da laufen gerade eine Menge Leute wie Untote auf der Welt herum? Nee. Können wir denen irgendwie helfen und sie wieder normal werden lassen? Wenn wir die gestohlenen Seelen befreien, bestünde vielleicht die Möglichkeit, aber mit Sicherheit lässt sich das nicht sagen. Ui. Sieht so aus, als wäre hier noch niemand ohne Seele unterwegs. Da haben wir wohl nochmal Glück gehabt. Das liegt vielleicht daran, dass wir Remy hier haben. Hä? Hä? Wegen mir? Was habe ich denn damit zu tun? Im Gegensatz zu den anderen Ländern hat dieses Land einen Wächter, der durch ein Wächterband an den König gebunden ist. Ein Land unter dem Schutz eines Wächters kann einiges aushalten. Uiuiui, sieh an, der Herr Wächtergott. Siehste, ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch doch gesagt. Ich bin eine ganz große Nummer, war ich schon immer. Aber wieso hat Hamna Pandemus eigentlich herbeigerufen? Ui. Diese Frage kann ich euch vielleicht beantworten. Wer ist das denn jetzt? Oh.
Und natürlich der Soundtrack. Majestät. Evan, bitte entschuldige mein plötzliches Erscheinen, aber die Lage ist äußerst prekär. Absolut. Was könnt ihr uns darüber berichten? Ich habe selbst auch Nachforschungen über Hamnar anstellen lassen. Vor 2000 Jahren existierte ein Königreich, das den Dämonengott Pandemos als Wächter auserkor, der Meskar. Und Hamnar war dort König. Um sich vor anderen Ländern zu schützen, machten sie sich die Macht des Dämonengottes zu eigen, der fortan ihr Land verteidigte. Ah. Das stimmt, soweit mit News-Informationen überein. Doch eines Tages verschwand der Meskar wie vom Erdboden verschluckt. Laut unseren Nachforschungen konnten sie Pandemos nicht kontrollieren und er erschuf eine Zwischenwelt, die sogenannte Leere, die das Land an Pandemos selbst verschlang. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Hamnar versucht, den Meskar in diese Welt zurückzuholen. Hä? Mit anderen Worten, er will das verschollene Meskar wieder auferstehen lassen? Deswegen braucht Hamnar also die verschiedenen Wächter, um den Dämonengott Pandemos kontrollieren zu können. Da muss dieses Stück Land, das mit Pandemos aufgetaucht ist, tatsächlich der vor 2000 Jahren untergegangene Kontinent Palterra sein. Und darauf das Königreich Demeskar. Anno. Aber wenn Demeskar schon wieder in dieser Welt ist, wozu braucht er dann noch die Seelen? Dadurch gewinnt er unzählige Untertanen und Pandemos wird noch mächtiger. Um sich mit einem Dämonengott einzulassen, braucht es eine Menge Ehrgeiz. Hamnar wird sich mit der Wiederbelebung Demeskars nicht zufrieden geben, das ist sicher. Er stiehlt die Seelen der Bewohner dieser Welt und macht sie zu Untertanen Demeskars. Ganz eindeutig strebt er die Weltherrschaft an. Die Weltherrschaft. Das werde ich nicht zulassen. Nee. Wie können wir dieses Monster bloß aufhalten? Pandemos ist viel größer als alle Wächter, mit denen wir es bis jetzt zu tun hatten. Eine Möglichkeit gibt es. Das heilige Schwert, das Pandemos vor 2000 Jahren in die Verbannung schickte. Ein heiliges Schwert? Leider konnten wir keine Informationen zum Verbleib des Schwertes finden. Aber bis Pandemos zu seiner vollen Stärke zurückfindet, wird es sicher noch eine Weile dauern. Wir haben also noch etwas Zeit, das heilige Schwert in unseren Besitz zu bringen. Und dann können wir Pandemos besiegen. Aber wir wissen ja nicht einmal, wo sich das Schwert befindet. Noch dazu ist alles von vor 2000 Jahren, was nicht in Stein gemeißelt wurde, mit Sicherheit längst verblasst und verwittert. In Stein? Denkst du, was ich denke, Evan? Na klar, auf zu Irmas Archiv. Ah, stimmt. Gute Idee. Irma hat ja immer behauptet, dass sie Dokumente archiviert hat, die tausende von Jahren alt sind. Ihr habt einen Plan? Dann werde ich aufbrechen und den Königen der anderen Länder von der Situation berichten. Wir werden die nötigen Vorbereitungen für den Kampf gegen Pandemos treffen. Eure Aufgabe ist die Erlangung des heiligen Schwertes. Hi. Verstanden. Nun denn. Yusha. Oh, noch mehr neue Sachen. War es das jetzt für uns? Von M. Sollenthal wieder. Leute, habt ihr das auch gesehen? Ich hab mir das nicht nur eingebildet, oder? Dieses Monster, das da gerade vom Himmel gefallen ist. Was geht hier vor? Ist das unser aller Ende? Ist es Zeit für eine gepflegte Massenhysterie? Man konnte hier die Erdebeben spüren. Es ist direkt in die innere See gestürzt, richtig? Man kann es sogar von hier aus sehen. Was ist jetzt schon wieder los? Ich habe gerade einfach nur Angst. Kann eine Welt wirklich einfach so untergehen? Wir werden alle sterben. Hoffentlich bekommen wir eins gute Neuigkeit von Mac. Das Ding hat mir mein schönes Frühstück ruiniert. Ah, super. Ausgerechnet das Frühstück.
Die Miets werden nicht mehr gejagt. Mianta. Endlich können sich die Miets wieder ohne Angst auf den Straßen von Katzbuckel zeigen. Ich kann Ratolion nicht verzeihen, dass er König Leopold ermordet hat, aber wenn sich sogar Evan mit ihm versöhnt hat, dann will ich ihm zumindest eine Chance geben. Endlich kann ich nach Hause zurück. Endlich. Man sieht jetzt auch wieder Miets in Uniform. Ist Katzbuckel jetzt wieder sicher genug für einen Tourist? Klar, hier gab es ja keinen Krieg oder so. Ich werde euch nie verzeihen. Fahnenhändler. Seit dem Putsch habe ich mich als Fahnenhändler in den Windschlangenklippen irgendwie durchgeschlagen. Aber jetzt, wo sich die Lage wieder beruhigt hat, werde ich in meine Heimat zurückkehren. Ihr findet mich von jetzt an im Stammhaus des Auftragexpress in Katzbuckel. Oh Mann. Ach du Schande, ey. Moment, erstmal speichern. Wie lange ist die letzte Speicherung her? 52,39. 52,59. 20 Minuten. Ich weiß nicht, ob die Folge lang genug ist. Ich glaube, ein bisschen geht noch. So. Hallo, ich habe Y gedrückt. Hallo? Kann ich nicht in den Regierungsmodus? Kann ich mich auf den Thron setzen? Ja, okay, das geht. Aber ich kann innerhalb der Stadt nicht mehr in den Regierungsmodus. Also ich habe Y gedrückt, aber ist nichts passiert. Ha. Ah. Na gut, so. Ihr Wasserkristall. 5 Stück direkt. Das war doch der, den ich brauchte, oder? Der Azurit auch, oder? Ich weiß es nicht. So, wo wurde denn jetzt noch geforscht? Wirklich nur hier? Moment, bevor ich das erweitere, ja? Das hier kann nicht mehr erweitert werden, okay, das ist Maximum. Das hier kann auch nicht mehr erweitert werden, gut. Das auch nicht, okay. Das hier kann noch einmal erweitert werden, sogar für wenig Geld. Relativ wenig. So, jetzt ist das auch Maximum. Erweitern. So, ach, auch nur für so wenig. 150.000 beide. Auch Maximum jetzt, oder? Ja, sehr gut. Das ist voll. Das hier kann ich nochmal erweitern. Nochmal erweitern. So, das kann ich erweitern. So, was kann ich denn noch erweitern? Die gesellige Bazar. Die habe ich auch gerade noch fertig erweitert, ja.
Okay, jetzt werde ich noch mal ein paar Forschungen aufgeben. So, was konnte ich hier noch forschen? Da fehlte mir noch ein Talent. Wie sah das hier aus? Ja, hier eine pure Leidenschaft fehlt. Wie ist es hier? Verteidigung für Experten. Errichtet eine Kanone in der Nähe einer Basis. Na gut. Muss ich gerade noch mal niesen. Der Hof. Okay, da fehlt noch ein bisschen. Den will ich jetzt noch mal erweitern, oder? Yes. Das dürfte doch jetzt hier reichen. Ah, Königreich muss Rang 4 sein. Ist fertig. Ja, Wirtschaftsgarten. Fertig. Hier ist auch fertig. Hof Mäh. Kann ich noch erweitern? Jetzt ist er auch schon fertig. Hier unten. Rang 2, den muss ich noch einmal erhöhen. Wie viel kostet das? Oh, viel. Ah, zu viel. Traumjäger 2. Meister für 5. Dimension. Okay, der ist doch kein Meister. Finger 2. Meister für nahezu göttlich. 5. Dimension. So, ich kann noch ein paar aufstufen. Bigel ist jetzt Meister in Kräutermischung. Davis, Meister in pure Neugier. Oder Experte? Ah. Experte. So, Candy nochmal verbessern. Brenda. Katrina. Ah. Das Geld nehme ich mir hier nochmal. Königreich ausbauen. Talent zuweisen. Beagle. Talent zuweisen. Okay, ja. Moment. Talentzauberschau. Okay. Hier, Talent zuweisen. Morena war das doch. Forschen. Ja, das Geld nehme ich mir jetzt. Ah. So. Dann geben wir das auch mal in die Forschung. Ja.
Sehr gut, und ich würde sagen, dass ich hier jetzt die Folge beenden kann. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal wieder zu Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dann.